carissimi, benvenuti in questo video. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen in diesem Video. Also, es ist Herbstzeit. Was gibt denn beim Herbstzeit? Kürbis. Allora, siamo nella stagione dell'autunno e che cosa c'è nell'autunno? La zucca. Allora, ho fatto già un paio di ricette con la zucca, però oggi vi faccio un dolce, un dessert. Also, ich habe schon ein paar Rezepte mit Kürbis gemacht, aber heute mache ich ein Dessert. Okay, so, ich habe schon der Kürbis in kleine Würfel geschnitten. Allora, ho tagliato già la zucca in cubetti piccoli e adesso vediamo quali sono i prossimi passi. So, dann schauen wir, was die nächsten Schritte sind. Allora, per fare il dessert dobbiamo prima cuocere la zucca. Um das Dessert zu vorbereiten, müssen wir erst der Kürbis kochen. Also, in der Pfanne, allora, mettiamo la zucca nella padella, den Kürbis. Poi mettiamo lo zucchero di canna, braune Zucker. So, danach machen wir etwas Zimt, un po' di cannella. E lo zenzero und Ingwer. Schöne Mischung. Mescoliamo tutto. Ecco qui. Und lassen wir den Kürbis für 15-20 Minuten kochen. Zudecken. E adesso vi dico di quale dessert si tratta. Allora, io sto preparando un tiramisù alla zucca. Also, ich sage es euch, was ich vorbereite. Ich vorbereite eine Kürbis-Tiramisù. Aber ich werde die Löffelbiskuit nicht in den Kaffee eintauchen, sondern in eine andere Flüssigkeit, das ich euch zeige. Allora, ho detto che i savoiardi non li bagno con il caffè, ma li bagnerò con un'altra bagna, per cui vi faccio vedere come la faccio. Allora, la zucca è cotta. Also, der Kürbis ist gekocht und es ist etwas weich. Also, sind 10 Minuten, 10-11 Minuten vorbei. Also lange muss ich nicht kochen, weil muss etwas fest bleiben. Allora, non deve cuocere tanto, perché deve rimanere a pezzettini così, va bene? Adesso vi faccio vedere il prossimo passo. So, jetzt zeige ich euch den nächsten Schritt. A dopo! Ecco qui, allora, per la bagna del tiramisù ho messo dell'acqua tiepida, un pochettino tiepida, nella pirofola,
Allora, per la bagna metto lo zenzero e un pochettino di limoncello. Also, in diese Schüssel habe ich etwas lauwarm Wasser gemacht und dann mache ich jetzt etwas frische Ingwer und Zitronenlikör, Limoncello. So, da habe ich den frischen Ingwer. Allora, grattugio lo zenzero fresco. È come se io stessi facendo una tisana. Es ist wie jetzt eine Ingwertee vorbereite. Ganz gesund. Also, das ist auch ein gesundes Tiramisù. Allora, è anche un tiramisù salutare quello che sto facendo, perché sto mettendo dello zenzero ha delle proprietà antinfiammatorie, è un antibatterico, e poi metto un pochettino di limoncello. Se avete i bambini potete mettere solo un po' di succo di limone. Also, jetzt gebe ich den Zitronenlikör dazu, aber wenn ihr Kinder habt, dann könnt ihr nur Zitronensaft reinmachen und etwas Zucker. Ecco qui. Allora, adesso abbiamo i cubetti di zucca. Metto un paio di cucchiai in quest'altra ciotola. So, ich mache jetzt ein paar Löffel, sind 1, 2, 3 und 4 Löffel. Und püriere ich. Del mascarpone dazu. Allora, poi metto il mascarpone e lo lavoro insieme. So, mascarpone dazu und alles noch mal mixieren. So, das habe ich jetzt alles puriert. Also mascarpone und 4 Löffel von den Kürbis. Ecco qui. Nei cubetti adesso metto il resto del limoncello. Hier bei den Rest von den Kürbis mache ich den Zitronenlikör, del limoncello. Ecco qui, così, so. So, und jetzt schlage ich die Sahne. Adesso monto la panna. Das ist eine gezuckerte Sahne. Also braucht ihr keine Zucker dran machen. Sto usando una panna già zuccherata, per cui non avete bisogno di altro zucchero. Anna è un po' montata, also die Sahne ist etwas fest, also muss nicht so viel fest sein. Dann gebe jetzt ich die andere Masse dazu, also den Mascarpone mit den Kürbis, die purierte Kürbis. Allora adesso metto il mascarpone con la zucca che avevo fatto prima. Ecco qui. Continuo a frullare per un po' und schlage ich jetzt noch ein bisschen so
So, die Creme ist fertig. So, wie gesagt, ich habe jetzt keine Zucker reingemacht, weil als ich die Kürbis gekocht habe, habe ich den braunen Zucker reingemacht. Dann habe ich auch eine gezuckerte Sahne benutzt. Aber ihr müsst selber das wissen, müsst ihr ein bisschen abschmecken. Und wenn ihr etwas ein bisschen süßlicher mögt, dann macht ihr ein bisschen Zucker drinnen. Allora, la crema è pronta. Allora, io qui, come avete visto, non ho messo lo zucchero, perché quando ho cucinato la zucca ho messo lo zucchero, poi ho usato anche una panna zuccherata. Però se a voi piace un pochettino più dolce, allora aggiungete un pochettino di zucchero. Ecco qui, allora incomincio a fare il tiramisù. Allora, con i biscotti lo passo qui dentro la bagna. So, dann mache ich die Löffelbiskuit in den Ingwerte, kann man so sagen. Così. Ecco qui. Poi vado a mettere la panna montata col mascarpone, la crema. So, dann kommt ja die Creme drauf. Così. Und dann mache ich die Kürbisstücke e dopo metto la zucca così, quella a pezzettini. Ecco qui. Poi rimetto i biscotti, so danach nochmal die Löffelbiskuit. Ho finito di mettere la crema. So, ich habe jetzt die letzte Creme drauf gemacht. Also, es sind zweimal Löffelbiskuit und zweimal Creme. Allora, ho messo due volte i savoiardi e due volte la crema. Adesso vado a decorare questo tiramisù. Allora, qui ho la farina di pistacchio. Hier habe ich Pistazienmehl. Wenn ihr nicht das findet, dann kauft ihr einfach nicht gesalzene Pistazien und dann könnt ihr so Mehl machen. So durch ein Handdruckgerät, dann könnt ihr das Mehl machen. Allora, se non avete la farina dei pistacchi, basta prendere i pistacchi, quelli che non sono salati, e poi li frullate oppure li mettete dentro un robot e li macinate, va bene? Allora, adesso vado a fare questa decorazione qui e poi ho dei pezzettini di zucca. Allora, facciamo una decorazione molto semplice.
Allora, questo tiramisù è per 6 persone. Diese Tiramisu es ist für 6 Personen. Und dann will ich so schon ein bisschen Portionen machen. Ecco, lo voglio fare già un pochettino a porzioni con questa decorazione qua. Allora, il tiramisù adesso va una nottata in frigorifero oppure se lo preparate la mattina per la sera. So, der Tiramisu kann eine Nacht im Kühlschrank stellen oder wenn ihr für abends braucht, also es hängt wann, da könnt ihr schon am morgens vorbereiten für den Abend. Also, wenn es fertig ist, da zeige ich euch, da probiere ich meine Kürbis-Tiramisu. Allora, adesso poi quando è pronto lo vado a provare. Ecco qua il mio tiramisù alla zucca. Hier ist meine Kürbis tiramisù. Schau dir das an. Sieht lecker aus. Allora, andiamo a provare? Allora, so, da probiere ich meine tiramisù. Ho un'esplosione di aromi. Allora, si sente il limoncello, si sente un po' la cannella e si sente naturalmente anche la zucca. Allora, buonissimo, è delicato e ti lascia quel sapore anche di freschezza in bocca. Also, es ist sehr fein in Geschmack und hinterlasse auch eine frische Geschmack. Va bene? Allora, vi è piaciuto questo tiramisù? Also, es hat euch dieser Tiramisu gefallen? Allora, se vi è piaciuto, condividete questo video con i vostri amici e familiari. So, wenn dieses Video euch gefallen hat, dann könnt ihr mit eurer Familie und euren Freunden teilen. Und noch könnt ihr hier auf meinem Kanal auch einen Kommentar hinterlassen und abonnieren. Allora, se vi è piaciuta questa ricetta, la potete condividere e vi potete iscrivere anche al mio canale, così riceverete sempre le notifiche quando io faccio i dolci e altre ricette. Allora, adesso vi saluto. Un bacio da Nadia. Ein Kuss aus Italien da Nadia.